whisky.de. Treffpunkt Feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute sind wir bei Signatory Vintage, dem unabhängigen Abfüller, mit seiner Mordlach-Flasche. Und zwar 14 Jahre 1998 bis 2012, 43 Volumenprozente. Das heißt, dieser ist kühl gefiltert, aber nicht gefärbt. Da habe ich schon mal ein paar andere Whiskys von probiert, Highland Park und so weiter, blende ich Ihnen mal ein. Und ich war ja überrascht von der hohen Qualität dieser Flaschen. Denn normalerweise sagt man, die neuen von Signatory, die kühlgefilterten, da habe ich hier mal ein Video über Kühlfilterung gedreht, das ist das Authentische, das Wirkliche und so weiter und so fort. Und dann habe ich hier diese mit dem kupferfarbenen Rand darum und dem unteren kupferfarbenen Teil der Dose, habe ich mal, ja, sagen wir mal so, Zwangsverkostung gemacht, weil die Nachfrage war, ist gut. Und sie waren dran zum Probieren und da war ich überrascht, wie gut es ist. Also Kühlfilterung, könnte auch wirklich was Positives sein. Es wird immer so negativ hingestellt, dass da ein Whisky vergewaltigt wird und man muss das so trinken, wie es aus dem Fass kommt und so weiter und so fort. Nee, Kühlfilterung hat durchaus seine Berechtigung und macht halt Whisky angenehmer. Angenehmer in Form von milder, weicher. Und der Trend zu den Islay-Whiskys, stark rauchig und jung und rass und voll und nicht kühl gefiltert und so, das ist natürlich eine ganz andere Richtung. Und hier geht es halt jetzt weicher, milder. So. Wobei, muss man jetzt sagen, bei Mordlach das immer eine schwierige Sache ist, weil Mordlach selber eine Brennerei für die Blended-Whisky-Industrie ist. Und da gibt es also mehrere verschiedene Brennblasen und man brennt hurtig nach verschiedenen Prozeduren und kriegt da sehr unterschiedlichen Whisky raus. Die einen sind stark rauchig, dann gibt es noch mittelrauchige, schwachrauchige und so weiter. Aber Mordlach findet man meistens ein bisschen Rauch mit drin. Sodass ich jetzt auch hier erwarte, dass wir auf der einen Seite jetzt einen leicht rauchigen haben werden. Werden wir gleich sehen, ob es stimmt. Und auf der anderen Seite dann einen milderen durch die Kühlfilterung. Und das ist also in einem Hogshead, also in einem wieder zusammengesetzten Fass mit 250 Litern gereift. Der mit Sicherheit auch ein Refill ist, denn sonst wären diese 14 Jahre dunkler ausgefallen. Sodass wir hier aus dem Hogshead sicherlich auch noch eine gewisse Eichenholzfracht und weniger eine Fruchtnote bekommen. Sodass es hier also auch durchaus in die intensivere Richtung abgehen könnte. Da habe ich also ein paar Mordlach probiert, die waren also schon ordentlicher Antritt. So, der ist jetzt also am 25. Februar 1998 gebrannt, am 7.3.2012 in die Flasche gefüllt. Jetzt schreiben wir Juli 2013. Das heißt, der ist jetzt schon ein Viertel Jahre verfügbar. Und dann denkt man, ist nichts, wird nicht nachgekauft und so. Aber Vorsicht, großes Fass, verdünnt auf 43 Volumenprozente, gibt 419 Flaschen und erhält er dann schon ein bisschen vor. Wenn jetzt diese Flasche aus ist, dann kommt mit Sicherheit bei Signatory Vintage was nach. Wenn die jetzt auch in einem Hogshead gereift ist, das nächste abgefüllte Fass, dann sind diese Aromen vermutlich vergleichbar, weil Signatory Vintage fuhr damals mit dem LKW hin zur Brennerei und ließ dann da gleich einen ganzen Berg von Fässern abfüllen und hat die sich hingelegt. Und dann haben die häufig gleiches Brenndatum. Ne? Das heißt also gleiche Charge, vermutlich Fässer ähnlicher Provenience. Das heißt, ähnlicher Geschmack ist zu erwarten. Und weil es ja eine Brenncharge war, die dann in diese Fässer gefüllt wurde, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass es ähnlich ist, hoch ist. Allerdings, wenn ein anderes Fass ausgewählt wurde, dann schlägt das Pendel in die andere Richtung aus. Dann ist dieses Video mit dem, was wir jetzt hier oberhalb auf unserer Webseite im Shop dann einblenden, halt nicht mehr so ganz zutreffend. Weil der Brennereicharakter immer noch stimmen müsste. Da war jetzt noch kein Rauch dran.
Ein Hauch von Rauch, aber er gehört zu der ganz schwach. Rauchigen Sorte, kleiner 5 ppm oder 5 ppm. Dazu schon eine erstaunliche Würze in der Nase. Das heißt also, das Hogshead hat hier schon deutlich was abgegeben. Vanillenote drunter, ganz typisch. Wird nicht von einem Sherry-Charakter des Fasses überdeckt. Früchte. Und diese Früchte direkt im Übergang wieder zur Vanille. Was für Früchte? Beerenfrüchte. Nee, doch mehr zu Weinbeeren. Also mehr Rosinen, Sultaninen. Dazu eine ordentliche Portion Würze. Also der liegt eindeutig auf der würzigen Seite, weniger auf der fruchtigen Seite. Allerdings diese süße Vanille liegt da drüber, was ihn dann sehr angenehm macht. Und der Rauch bleibt jetzt mehr und mehr zurück. Der Rauch sorgt für ein ganz bisschen Komplexität, aber mehr auch nicht. Ordentlicher Antritt, Speichelfluss, weil angeregt, süß und würzig. Süß von dieser Vanille und dann dazu die Eiche von den Hogsheads. Das wandert jetzt langsam nach hinten zu einer Hauchbitterkeit, die sicherlich dem Eichenholzfass geschuldet ist. Und es bleibt, es wandert hin und her im Mund, sehr schön. Komplex. Erstaunlich, dass die 43 Volumenprozent vom Alkohol so deutlich durchzuriechen sind. Und jetzt kommt so eine Apfelnote. Ja, jetzt kommt, wenn man mal runtergeschluckt hat, dann kommen hintenrum über den Rachen rauf weitere Aromen. Jetzt wird es auch ein bisschen, was ist das? Kakaoig. Ja, ein bisschen Kakao. Und zwar jetzt nicht so Nesquik oder so, die Süße ist längst weg, sondern jetzt so richtig purer Kakao mit dem Löffel, wo man so husten muss, weil der so pulverig ist. Der ist jetzt da mit dabei, verschwindet aber relativ zügig. Ja, sehr schöner, komplexer Single Malt. Hat mich wieder bestätigt, dass diese kupferne Serie ja durchaus ihre Berechtigung hat. Und dann weiß man auch, warum die Leute hier ordentlich dann bei den Flaschen doch zugreifen. Auch wenn dieser Mortlach wirklich im Schatten der anderen Mortlach liegt. Vor allem im Schatten vom 15-jährigen Mortlach von Gordon MacPhail, der hier ganz üppig die Kundschaft zu sich rüberzieht. Ja, da ist wohl auch eine ordentliche Portion Sherryfass mit dabei. Da wird die Sache nochmal komplexer. Da ist mehr Rauch dabei als bei dieser Abfüllung. Ja, das honorieren dann die Kunden schon. Tja, schauen Sie uns im Shopsystem nach. Vielleicht noch das gleiche Fass unterwegs oder dann das nächste. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen.